Nehmen Sie Platz, Mr. Dent. Ich spreche doch gerade mit Mr. Dent, oder? Benutze unseren richtigen Namen. Two-Face, wenn Sie möchten, bitte hinsetzen. Was ist los, Strange? Reicht es nicht, uns festzunehmen, uns an diesen Ort zu verfrachten? Ich möchte Sie verstehen. Ich habe die Berichte gelesen, das Bildmaterial gesichtet und jetzt werden Sie mir Ihre Seite der Geschichte erzählen. Mal sehen. Schätze, dass Sie den Wunsch verspüren, Ihre Münze zu werfen, um zu entscheiden, ob Sie meine Fragen beantworten. Bereit, das herauszufinden? Und? Falsche Seite. Sorry. Kein Problem. Wache, nehmen Sie Mr. Dent seine Münze ab. Nein. Nein! Gut. Nun mal sehen, was das Schicksal für Sie bereithält. Dafür lege ich Sie um. Ach ja? Sehen Sie Ihre Münze an. Sie will, dass Sie mir von dem Tag im Gerichtssaal erzählen. Es tat weh. Bitte ausführlicher. Ich war naiv. Ich dachte, ich könnte etwas verändern. Wir standen davor, Falcone für das, was er getan hatte, einzubuchten. Aber er hatte andere Pläne. Sehen Sie mich an! Das tue ich. Eine Kombination von Verbrennungen ersten, zweiten und dritten Grades. Sehr interessantes Narbengewebe. Finden Sie? Und mehr hat es nicht gebraucht, um Sie zu dem zu machen, was Sie sind. Geben Sie mir die Münze! Noch nicht. Was ist, Strange? Gefällt Ihnen das etwa? Nicht im geringsten. Gehen wir weiter zurück. Sie waren ein angehender Star, ein Hoffnungsschimmer für diese Stadt. Ein weißer Ritter, der allen zur Rettung eilte und den dunklen Ritter nie allzu weit hinter sich hatte. Sie können ihn da rauslassen. Er irrt sich. Alle irren sich. Niemand begreift, wie schön die Hand des Schicksals ist. Ich bin Falcone dankbar. Er schenkte mir Klarheit. Eine Reinheit, die nur die wenigsten kennen. Alles läuft auf eine einfache Entscheidung hinaus. Da lang oder da lang? Gut oder böse? Und daran glauben Sie wirklich? Wieso denn nicht? Interessant. Sie brauchen also nur diese Münze? Und alles ist leicht? Her damit! Was ist denn mit dieser Münze? Oder dieser? Oder dieser? Was machen Sie da? Ich beweise etwas. Das Schicksal hat Sie nicht auf meine Frage antworten lassen. Ich war das. Ich habe Ihre Münze mit meiner vertauscht. Sehen Sie? Sie haben geantwortet, weil ich das wollte. Wie geht es ihm heute? Der Gefangene war ruhig. Seit er diese Münzen bekommt, verbringt er die meiste Zeit damit, sie zu untersuchen. Gut. Hallo, Harvey. Bereit, ein wenig zu plaudern? Gehen Sie. Wir wollen nicht reden. Nicht mit Ihnen. Bitte, setzen Sie sich. Ich habe noch eine letzte Sache, die ich besprechen möchte. Dann bekommen Sie etwas. Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entscheiden. Zu verwirrend. Natürlich ist es das. Ich möchte über Mr. Wayne sprechen. Wieso? Sagen Sie es mir. Wir mögen den Kerl nicht. Wenig verwunderlich. Haben Sie je in Betracht gezogen, dass Sie sich ähneln könnten? Ein traumatisches Erlebnis erschuf Sie, ein ebenso traumatisches Erlebnis veränderte ihn. Er ist nicht wie wir. Es gibt kein Risiko, keine Gefahr. Es gibt nur Frauen und Geld. Wir sollten ihn töten. Vielleicht sollten Sie das. Hören Sie zu, Harvey. Ich stelle Sie vor eine einfache Wahl. Das ist Ihre Münze. Wirklich? Wieso sollte ich Ihnen trauen? Sie gehörte Ihrem Vater, korrekt? Sie kennen jeden Millimeter von ihr. Wenn Sie Ihre Augen schließen, können Sie sie fühlen, oder? Geben Sie sie mir, bitte! Ich möchte, dass Sie verstehen, was ich Ihnen jetzt sagen werde. Sie glauben, dass diese Münze das Schicksal Ihrer Welt bestimmt. Ich glaube, dass Ihr jetziger Zustand schon immer in Ihnen verborgen lag. Er war vor dem Angriff da, und er ist es bis heute immer noch. Sie hatten vermutlich Kopfschmerzen. Ihre Frau fand sie unberechenbar, manchmal furchteinflößend. Geben Sie sie uns! Ich werde diese Münze in die Luft werfen. Wenn Sie sie fallen lassen, tue ich alles, was ich kann, um sie zu heilen. Ich werde sie zu dem Mann machen, der sie einmal waren. Oder? Sie fangen sie,
Dann lasse ich sie auf Arkham City los und verrate ihnen, was Catwoman jetzt in diesem Augenblick macht. Wir können uns nicht entscheiden. Das müssen sie. Zurzeit bereitet sich Catwoman darauf vor, den Inhalt des Tresors in ihrem alten Wahlkampfbüro zu stehlen. Die Schlampe, wir müssen sie aufhalten. Das dürfen sie. Leben Sie wohl, Mr. Dent.